Hallo und herzlich willkommen zum 19. Tag vom Adventskalender mit Mutality und heute werfen wir einen Blick auf das aktuelle Angebot und das ist der Cromwell B. Der Cromwell B gehört natürlich mit zu dem Berlin Quartett und es war einer von eigentlich drei Panzern, später vier, die nur sehr selten im Shop zu finden sind. Und diesmal ist er da und ich sag's euch gleich, er ist es wert, denn er kostet hier 25 Euro, was ungefähr 7 bis 8 Euro über dem Normalpreis liegt. Dafür habt ihr aber neben dem Garagenstellplatz den Cromwell B und eine ausgebildete 100% Besatzung. Ja, die kriegt der mit. Und zwar direkt mit dem ersten Perk hier, Waffenbrüder schon aktiviert, auch noch 3000 Gold. Also, solltet ihr gerade Gold brauchen und auch noch einen Panzer, dann ist das natürlich perfekt, denn da ist kein Krimskrams drin oder sonst was. Leider gibt es den nicht einzeln, was ich ein bisschen schade finde, denn so würde man ein bisschen weniger dafür zahlen. Aber 25 Euro ist gerade noch so im Rahmen und das hier ist tatsächlich einer der besten 6er Panzer, die man haben kann. Punkt. Der ist flink, der ist schnell, hat eine ganz gute Kanone und er wird auch im Clan War eingesetzt oder in Bollwerken oder sonst was. Den kann man also überall einsetzen. Wenn man den oder den normalen Cromwell in der Garage hat, ist man eigentlich ganz gut dabei. Das gleiche gilt übrigens auch für den Rudi, der allerdings nicht ganz so vielseitig ist. Kommen wir gleich zu. Wir haben hier wieder für 5 Leute Platz, also das heißt, wir können hier wirklich jede britische Crew ausbilden, auf die wir lustig sind. Wir haben einen Kommandanten, wir haben einen Richtschützen, wir haben einen Fahrer, wir haben einen Funker und wir haben einen Ladeschützen. Perfekt. Ja, besser geht's nicht für ein Premium und wir haben eine Stufe 6 Kanone hier, eine 75mm Kanone mit einer 15,4 Schuss die Minute Kadenz, also auch ganz ordentlich, der schießt wirklich sehr, sehr schnell hier. Wenn man mal guckt, bei mir ist die Nachladezeit bei 3,6 Sekunden, also das ist okay und ich habe noch nicht wirklich eine extrem gute Crew, aber da kann man wohl nichts mehr machen. Wir haben 145 mittleren Durchschlag, das ist okay. Damit kann man wirklich sehr, sehr gut arbeiten und wenn ihr IPCA für Bollwerk und Co. ladet, dann habt ihr hier sogar 202 und das sollte für alle Eventualitäten reichen. Mittlerer Schaden liegt bei 135, ist jetzt nicht die Welt, klar ist eine 75mm Kanone, aber die schießt ziemlich präzise, wenn sie eingezielt ist, ganz wichtig, ihr müsst einzielen und die Zielerfassung liegt bei 2,3 Sekunden. Man kann sie drücken auf 1,92, ist jetzt nicht die Welt, für einen Nahkampf braucht man es auch nicht, aber wenn ihr Sniper wollt, müsst ihr einzielen. Also insgesamt eine sehr schöne Kanone, die kennen wir allerdings auch schon vom normalen Cromwell, denn das ist nichts anderes als fast der gleiche Panzer, aber der hier ist sogar besser. Wir gehen mal in den Vergleich, da können wir uns alle Stats nochmal angucken und dann bin ich echt gespannt, was ihr dazu sagt zu dem Cromwell B. Den kann man übrigens tarnen, ne? Der ist komplett grün, der hat hinten einen amerikanischen Stern drauf, aber den kann man auch noch extra tarnen. So, wir haben hier 101 bis 169 Standardschaden. Wir vergleichen das ein bisschen mit dem T-34-85 und dem Rudi. Wobei der T-34-85 hier eine extrem große Kanone haben kann, ne? Die 122er. Ich nehme jetzt aber hier mal die 85er, um zu zeigen, dass es hier verschiedene Möglichkeiten auf dem T-34-35 gibt. T-34-85. Aber ich würde hier auch die 122er nicht empfehlen, tatsächlich. So, aber sein direkter Konkurrent ist tatsächlich der Rudi, ne? Der Rudi wird auch noch im Adventskalender auftauchen und der ist die langsamere andere interessante Version, aber der ist nicht ganz so vielseitig, denn wir haben hier zwar ein bisschen mehr Standardschaden auf dem Rudi, alle anderen machen das gleiche, ne? Wir sind genauso vom Kaliber her wie der VK 302, wir sind genauso vom Schaden her ungefähr wie der M4 A3 E8, also insgesamt nimmt sich das jetzt nicht viel. Die Nachladezeit liegt bei 3,7 Sekunden, da sind wir sehr gut dabei, nur der M4 ist ein Tick schneller, hat aber auch ein kleineres Kaliber, beziehungsweise eine kleinere Kanone. Dafür haben wir die schnellste Turmdrehgeschwindigkeit, was jetzt nicht so wild ist, weil wir sind nur einen Punkt drüber über dem Cromwell, das ist jetzt nicht die Welt. Also sehr agil, sehr, sehr flink. Wir haben einen Höhenrichtwinkel von minus 8 Grad, das ist echt nicht die Welt. 8 Grad reicht für den, ja. Der ist wirklich sehr, sehr gut, um an Hügeln zu kämpfen. Aber gegen die 15 von dem neuen Schweden kommen wir nicht an. Auch gegen die 12 von dem Easy 8 kommen wir nicht an. Aber insgesamt macht er da trotzdem noch eine extrem gute Figur und braucht sich nirgends verstecken. Oder kann sich jederzeit verstecken, wie ihr wollt. Zielerfassung 2,16, da ist er ein bisschen hoch, ne? Der neue Schwede, der ist da ziemlich schnell dabei. Aber insgesamt brauchen wir uns da keine Sorgen machen, dass wir zu oft daneben schießen. Der ist wirklich ziemlich präzise mit 0,34. Ne? Hier, ihr seht schon, der normale Cromwell hat 0,35. Der T-34 hat 0,35 und nur der Schwede hat 0,32. Also wir sind ganz gut dabei, brauchen wir uns auch nicht irgendwo verstecken. Mittlerer Schaden die Minute sind wir top. Geht nicht anders. Wenn ihr jeden Schuss trefft, seid ihr der beste Tank auf Stufe 6. Punkt. Der Easy 8 kommt nah ran.
Ne? Der normale Cromwell, klar, ist fast das gleiche, kommt also auch nah ran. Aber hier die T3485-Versionen, Rudi und der normale, sind weit abgeschlagen. Nur der einzige, der ein bisschen so dazwischen steht, ist der VK302. Was den Rudi trotzdem nicht schlecht macht, erzähle ich dann im Rudi-Video dazu. Wir haben eine Wannenpanzerung von 63, das ist echt nicht die Welt. Wir sind zwar mit die bestgepanzerte Wanne, aber das ist fast alles 90 Grad. Da wird nichts bouncen, da wird nichts abprallen. Ihr müsst mit den Hitpoints spielen. Wir haben 76 mm Turmpanzerung, auch das gleiche hier. Ne? Eckiger Turm, wird einiges durchgehen, also Vorsicht. Der hier spielt eher so ein bisschen aus dem Verborgenen heraus oder halt im Nahkampf. Da ist seine Stärke zu finden. So, wir haben 750 Struktur. Ne, Hitpoints sind okay, also nur der VK hat mehr, alle anderen haben weniger oder gleich. Also auch hier sind wir nicht schlecht. Und die Motorleistung von 650 PS ist absolut überpowered für so einen Panzer, weil der nur 28 Tonnen wiegt, das ist gar nichts. Alle anderen sind irgendwie schwerer, außer der Schwede. Und wir haben ein Leistungsgewicht von 23 PS pro Tonne, das ist echt der Wahnsinn. Er macht so unheimlich viel Spaß, den durchs Gelände zu fahren. Der ist nämlich ratzfatz auf 64 km/h seiner Maxgeschwindigkeit. Und die Wendegeschwindigkeit beträgt hier 53 Grad pro Sekunde. Das ist krass. Also der ist wirklich sehr, sehr beweglich, sehr, sehr schön zu fahren. Auch auf schlechtem Untergrund. Also einer der besten Mediums, die ich hier gefahren bin. Tarnung, 320 Punkte hier, also 17,42. Der ist wirklich sehr gut getarnt für ein Medium. Den könnt ihr also irgendwo auch verstecken in einem Busch oder sonst was und auch mal einen auf Spotting machen. Ihr solltet dann allerdings nicht schießen oder euch bewegen, dann ist das ganz, ganz schnell vorbei. Aber der ist wirklich gut und kann das. Also dazu noch eine Sichtweite von 380 Meter, um es noch perfekter zu machen. Also der ist wirklich eine richtig, 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 richtig gute Investition, wenn ihr Mediums auf Stufe 6 spielen wollt. Dann kommt nichts um dieses kleine Ding herum, der wird überall eingesetzt. Und der kann auch kleine T-37s, die Standardfahrzeuge auf Stufe 6 in Bollwerken, kann er einfach wegrammen. Großartig. Gut, das soll es auch erstmal zur Einführung gewesen sein. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen Gameplay dranhängen. Und wie gesagt, absolute Kaufempfehlung von mir, egal was ist. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon mit unserem Cromwell B unterwegs, zusammen mit der Nubia, ebenfalls im Cromwell B. Huh. Ja, Cromwell B, was soll man da noch sagen? Einfach ein hervorragendes Gebilde aus Beweglichkeit, Präzision und Spaß. Also der macht mir wirklich sehr viel Spaß. Das ist ein schöner Medium und es ist ein schöner Premium, was vielleicht sogar noch wichtiger ist. Denn der gute Cromwell hier, der ist tatsächlich nicht nur hübsch anzusehen, weil er wirklich ein sehr schönes HD-Model hat, sondern er wird auch im Clan War eingesetzt, er wird im Bollwerken eingesetzt, alles auf Stufe 6 natürlich. Und er kann einen T37, wo viele Clans mitfahren, einfach wegrammen. Ne? Das ist lustig, wenn man da in so eine Horde reinfährt und die sich versuchen, alle panisch vor einem in Sicherheit zu bringen. Großartig. Ja, wenn der eingezielt ist, ist er sogar relativ präzise. Und insgesamt einfach ein schönes Gebilde und ein schöner Kompromiss aus allen möglichen Dingen, die ein Medium haben sollte. Macht unheimlich viel Spaß, nur Panzerung ist halt nicht allzu dolle. Aber gut, damit muss man halt leben. So, wir sind aber schön schnell. Das heißt, wir können tatsächlich, wenn uns ein Angriff misslingt oder wir irgendwo feststecken, uns wieder rausziehen und woanders angreifen. Das funktioniert einwandfrei. Man kann sich hier alle paar Sekunden eine neue Position suchen. Da haben wir einen T67 und es einfach nochmal versuchen. Und das schaffen tatsächlich die wenigsten Premiums, weil die meisten Premiums relativ langsam sind. Es gibt wenig gute, schnelle Premiums. Und deshalb sollte man hier auf jeden Fall zugreifen, wenn man denn ein bisschen Spaß haben möchte beim Credit sammeln. Und Credit sammeln tut ja einigermaßen gut. Ja, es gibt Besseres, ja. Aber auf Stufe 6 ist der ziemlich gut dabei. So. Weil es halt auch relativ easy ist, gute Runden mit dem zu machen. Man sollte halt nur nicht in 6 Kanonen reinfahren. Das funktioniert nicht ganz gut. Aber auch als Scout für höherstufige Sachen ist der hervorragend geeignet. So, und ich würde sagen, ich hole mir jetzt einfach den T67. Ich glaube, der weiß nämlich gerade gar nicht, dass ich hier komme. Ich warte nur kurz auf Nubia. 3, 2, warte mal, bis er da ist und dann holen wir uns den. Und dann fallen wir den da hinten alle in den Rücken. Jetzt hoppelt der weg. So, ich warte kurz. Ziel ein. Die Einzelzeit ist wirklich das große Manko an dem. Die ist nämlich ein bisschen hoch, aber ihr seht schon, ne? Rechtsklick zum Sieg. So, jetzt kriege ich ihn nicht mehr. Jetzt ist er mir zu weit weg. Aber Nubia hat die AT weggeräumt. Uah, ein AT2. AT2 muss jetzt nicht sein. Ich drehe nochmal ab. Drehe nochmal ein kleines Ründchen und fahre hinten rum. Wie gesagt, Beweglichkeit ausnutzen
und einen anderen Winkel suchen. Das funktioniert einwandfrei. Wir dürften jetzt zu sein, können uns also hier hinten anschleichen, an den ganzen TDs vorbei über die 1. Schaden haben wir noch nicht gemacht. Im Moment bin ich eigentlich nur ein bisschen am Sightseeing machen. Sehr schade. Aber ich wollte halt auch nicht direkt wieder in 6 Kanonen fahren. Das passiert nämlich, wenn man nicht aufpasst. So, die 1 jetzt halt wieder. Ja, das ist das einzige Problem, was man wirklich hat. Snapshot gehen einigermaßen, je nachdem, wie weit die Ziele weg sind. Aber wenn wir eingezielt sind, sind wir wirklich ziemlich präzise. Und wir können dann damit auch alles rausnehmen, was wir wollen. Da kommt was Großes, ja. Bin schon drauf. Ja, wir hatten uns ja eine gute Position gesucht, können den hier also schön rausnehmen. Der geht jetzt raus. Und jetzt heißt es, in den Angriff gehen. Guter Moment jetzt, um in den Nahkampf zu gehen hier. So. Aufhören mit Snipern und ran an den Feind. Ran an den Speck, quasi. So, den Lux, den könnten wir uns eigentlich holen, aber eigentlich ist der mir zu klein. Und den will ich nicht rammen. Rammt keinen Lux, rammt niemals Deutsche. Deutsche sind tatsächlich ziemlich... Oh, was haben wir denn da? Ein A43. Aha, schade. Ja, wenn er nicht eingezielt ist, wird das nichts. Macht aber nichts. Der kommt wieder. Oh, was? Wir haben ihn getroffen, aber er ist halt weitergerutscht. Oh, ist das ärgerlich. Aber Nubia konnte nochmal einen Schuss drauf machen. Sehr gut. Ich gehe jetzt da direkt rein, ne? Hol mir den T34 und den A43 und dann holen wir uns nach und nach die Heavies, weil wir brauchen nur drum rumfahren und die beschießen. Das ist hervorragend. Die stehen sogar richtig scheiße. Weil wir haben Gun Depression ohne Ende, ne? Wir kriegen die Kanone schön weit nach unten. So. Hallo, A43. Oh, das war nicht der A43. Eigentlich wollte ich den A43 haben, aber den hat sich Nubia jetzt gerade geholt. Und ja, jetzt wieder rausziehen hier aus der Stadt. Wir wollen nicht in der Stadt gegen die Heavies kämpfen, sondern wir ziehen schön über die D-Linie nach unten und arbeiten mit dem Hügel da. Ne? Das funktioniert einwandfrei. Also immer besonnen spielen, weil wir haben die Geschwindigkeit, wir können schön die Positionen wechseln und die Karte für uns ausnutzen. Und sich immer die beste Position für einen Angriff auf einen kleinen Churchill suchen. So. Wir können uns zum Beispiel hier den Hügel hier nehmen. So, beim Churchill ist allerdings das Problem, da komme ich nicht wirklich durch. So, hier. Ja. Ein Schuss noch, dann ist das vorbei. Gut. Oh, da hinten kommen sie. Die haben noch 2 Lights, das habe ich gar nicht gesehen. Aber der ELC, der kommt hier nicht mehr weg. Jetzt hat er sich da hinten versteckt, oder was? Wie viel PS du noch? Nicht viel, 200. Okay, One-Shot für den ELC, dann warte lieber. Ja. Der ELC ist aber auch nicht so das Problem. Ich habe so ein bisschen Schiss vor dem Lux. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich wurde letzter Zeit zu oft von einem Lux gekillt in kleinen Karren. Aber gut, den fahren wir jetzt einfach hinterher. Und dann sollte das ja auch gegessen sein. Also, wie gesagt, insgesamt ein sehr schöner Panzer. Und nun wir hier wieder mit 5 Kills. Ich glaube, dir liegt der Panzer, oder? Ich mag den. Ich finde den lustig. Naja, ich fahre den echt nicht oft, weil 6er fahre ich dann meistens den eher langsameren, den, wie heißt er, Firefly, der Briten. Und zu dem hier komme ich tatsächlich eher selten. Aber ist ein schöner Panzer. Schöner Premium vor allen Dingen. Und das war's. Runde vorbei, die haben durchgekippt. Ja, wir haben 1250. Noch, bitte, bitte. Oh. Ja. Ja. Ja, Nuber hier mit dem 6. Kill. Oh, schade. Ich hätte noch die Lux reingekriegt, wenn ich nicht so weit vorgefahren wäre. So, da haben wir gewonnen. 36.770 Credits, 1255 XP einfach. Und insgesamt ist das hier ein sehr schöner Panzer für diejenigen, die hier gerne ein bisschen Abwechslung von ihrem normalen Touren haben will. Um Credits zu farmen, ist der hervorragend geeignet. Vielleicht nicht, um einen 10er zu erfahren, aber um alles andere zu erfahren, funktioniert einwandfrei. Hier Nubia mit ihren 6 Kills, 1209 Schaden, wir 1225 Schaden, nur ein Kill. Ja, ich fahre den nicht so oft, muss ein bisschen üben. Und wir haben 36.770 Credits eingenommen, 32 davon können wir mit nach Hause nehmen. Also ein schöner Farmpanzer, kann ich nicht anders sagen, als hier absolut empfehlenswert. Greift zu, der ist nicht auf dem Shop. Macht's gut, bis bald, Ermo. Tschüss.